Ich bin aus der Schweiz. Ja, aus der Schweiz. Freude herrscht. Ja, tatsächlich aus der Schweiz, in der Schweiz geboren. Warum? Weil ich mehr Glück hatte als ihr. Ja. Ich lebe in der Schweiz mit dem Mann, den ich liebe. Ja, ich finde, das klingt immer viel schöner, als wenn ich sage, ich lebe mit meinem Papa. Das ist viel schöner. Ja, wir sind so ein bisschen wie ein altes, eingespieltes Ehepärchen, mein Papa und ich. Aber er ist die Frau. Ja, er putzt, kocht und möchte getrennte Schlafzimmer, weil ich schnarche. Nee, mein Papa ist wirklich sehr süß. Er ist Tunesier und er ist verantwortlich dafür, dass wenn Leute mich angucken, dass sie immer sagen so, ah, Leila, du bist bestimmt aus, du bist exotisch. Exotisch, ja. Können wir aufhören, das zu sagen, bitte? Weil ich bin kein Cocktail, also. Man kann mich nicht bestellen. Meine Cousine, die kann man bestellen. Andere Geschichte. Aber wirklich, exotisch ist keine Herkunft. Es ist nicht eine Ethnie. Wir wissen alles, was es ist. Wir wissen alle, was es ist. Es ist eine Kategorie auf YouPorn. Das ist... was es ist. mein Typ, den ich am Daten bin, der ist gar nicht exotisch. Der ist Schweizer Mathematikstudent. Sehr trocken. Er mag Sachen wie Mathematik, Züge und Herr der Ringe. Also Autismusdiagnose. Haben wir schon mal. Und ich mag weder Zahlen noch öffentlicher Verkehr noch Zwerge. Also es ist wirklich nicht so ein guter Match. Aber ich gehe gerne Kompromisse ein. Ich finde, das muss man in einer Beziehung. Er hat mich zum Beispiel an ein Mittelalterfest eingeladen. Mach mal ein bisschen Lärm, wenn ihr schon mal an einem Mittelalterfest wart. Ah, ich dachte du, aber du so, nein. Ich bin cooler, okay. Ja, schon ein paar. Falls wir Single-Ladies da haben heute Abend und ihr euch fragt, wo all die heißen Jungs am Wochenende sind, nicht da. Es ist gar nicht schön da. Aber man muss sich verkleiden, wie halt im Mittelalter man sich gekleidet hat. Und ich habe gegoogelt und ich habe wirklich, ich wusste nicht, was man da getragen hat. Und ich habe auf Zalando wirklich nichts gefunden. Und dann musste ich mir so ein Outfit mieten und da kam ich da an und alle Frauen, die hatten so lange blonde Zöpfe und so Corsagen, wo die Titten so ans Kinn klatschen. Und ich stand so da in der Ritterrüstung. So, ich war der Loser am Loser-Festival. Fazit. Er geht nicht so gerne Kompromisse ein wie ich. Ich gehe zum Beispiel sehr gerne zum Brunch. So, das ist mein Plan für jedes Wochenende, so Samstag, Sonntag, Brunch bei mir. Und ich habe ihn gefragt, hey, komm doch mit zum Brunch. Und er so, nein, Schatz, ich gehe nicht zum Brunch. Mach doch das mit deinen Ladies. Und ich so, und ich mag keinen Analsex, mach doch das mit deinen Jungs. Ja. Und dann hat er das gemacht. Weil er ist Autist und er nimmt alles wörtlich. Das war's von mir. Dankeschön. Danke. Danke. Hallo, ihr habt gerade mein Video geguckt und hoffentlich was Nettes drunter geschrieben. Ihr könnt jetzt auch den Kanal abonnieren, ihr könnt auf die Klingel klicken und ihr könnt die anderen Videos auch angucken. Bis bald.